dir. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Nein, zu dem wollen wir nicht, aber warum geht ihr nicht nach links, wenn ich nach links falte? Bewegt deinen Arsch vom Pferd herunter! Mach ich nicht, tschüss! So, man darf leider nicht so viel sehen. Guck nämlich gerne. Hallo? Kann ich das Pferd nicht lenken? Nö, die läuft eigentlich mehr so von selber. Okay. Also ich kann mich ein bisschen umschauen, aber so wirklich. Ich denke mal, ich kann mich derer nur entledigen. Nee, das waren sie nicht. Hä? Hallo? Muss ich jetzt flüchten oder? Nee, Moment, da oben sehe ich gerade was. Ach, da! Ach, die kommen gar nicht runter, oder was? Okay. Das Problem ist... Moment, die kommen anscheinend doch runter. So ein bisschen. Okay, der läuft jetzt nach links. Das ist gut. Da habe ich besseres Schussfeld. Eigentlich. Und eigentlich kann man hier aber echt schlecht zielen, wo ich jetzt gerade bin. Es wäre nur besser, wenn man auch mal... Ah, okay. Frage ist, wie viele sind das? Weil ihr Lauschangriff sozusagen, damit kriege ich ja irgendwie gar nichts hin. Aber offenbar sind es noch nicht alle, oder? Oder soll ich schon fliehen? Nicht, ob das so gut ist hier. Das ist... Nee, ne? James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh, Mist. Das wusste ich nicht. Okay, da habe ich gar keine Waffen für. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Eieiei.
Der gibt ihm Rückendeckung, das ist natürlich Mist. Ich nehme mal an, sie kann auch nicht mal eben so von hinten angreifen oder so. Ist sie da? Ich geh drüben. Ja, Mist. In der Küche! Okay, los! Gib mir Deckung! Frage ist, kommt der Linke jetzt als erstes rein? Nicht verlieren! Ich bin drüben! Kommst du denn jetzt auf einmal her? Das ist eine denkbar ungünstige Position, die ich gerade hier habe. Nee, Mann, ich hab hier nichts. Du hast hier nichts, genau. Also mit dem Bogen ist nicht so eine gute Idee. Da war doch noch einer. Alles nur wegen dem einen Kackpfeil hier. Warum ist der so lautlos, der Typ? Und wieso haben die anderen keine Munition? Ja, genau. Anstatt erstmal die eine Schublade zu Ende zu nehmen, nimm erstmal von der anderen Seite. Kein Thema. Okay, haben wir hier auch noch irgendwas? Ja, das ist gut. Das ist noch besser. Da können wir gar nichts machen, so wie es aussieht. Hier ist nichts. Ja, ich weiß halt nicht, was ist, wenn wir jetzt von der Seite kommen. Da ist gar nichts, ja? Und nicht irgendwie oben ein Firefly-Anhänger oder so. So. Hier bin ich vorhin reingekommen, oder nicht? Auf jeden Fall, hier sind noch mal Sachen drin. Sehr schön. Können wir das auch noch mal machen? Ja, ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Ach, jetzt hängt er wieder nicht auf der Pistole. So.
Entschuldigt, dass ich jetzt so ruhig bin, aber ich höre jetzt gerade darauf, ob irgendjemand was sagt. Dass da jetzt noch einer ist. Ah, neue Waffe. Okay. Cool. So. Die Frage ist jetzt, wo sind die? Wenn ich jetzt in die Häuser reingehe, dann denke ich mal, werde ich direkt angegriffen, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Frage ist natürlich auch, wo muss ich überhaupt hin? Eigentlich will ich ja nur abhauen, deswegen... Warte mal, da hinten läuft einer rum. Wenn ich den angreife, alarmiere ich aber bestimmt noch ganz viele andere. Der ist hinter dem Haus, oder? Es gibt halt nur zwei Varianten. Entweder versteckten sich jetzt in jedem dieser Häuser irgendwelche Leute, die dann nachher alle auf mich zugelaufen kommen. Das wäre die negative Variante. Oder eventuell könnte ich es schaffen, da hinten hinzukommen, ohne groß Aufsehen und Geballer. Jetzt weiß ich nur nicht mal, wo der Typ ist. Ich kann ihn weder sehen noch hören. Ohne groß Aufsehen und Geballer und den vielleicht umnieten oder so. Und dann kommt eine Sequenz oder irgendwas. Ach, da unten läuft er rum. Das wäre natürlich jetzt die bessere Variante. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Liegt aber noch was ich brauche. So. Und das sieht nach Ausgang aus. Ist das ein Ausgang? Ich weiß es nicht, Ellie. Okay, da kann man nichts Neues mehr mitmachen. So. Oh, das sind zwei Typen. Oh, okay. Nein, nein, lass los. Ich hatte eigentlich eine andere Idee, aber... Jetzt laufen sie gerade so weg. Na, dass das, glaube ich, nichts wird hier. Gib mir Deckung! Hab sie! Bleibt er da oben? Also spätestens jetzt sollte er eigentlich runtergehen, aber... Wo steckst du? Nicht da, wo du denkst, Junge. Oh, jetzt hab ich dich, Arschloch! Mich wundert das halt nur, dass jetzt ansonsten hier wirklich überhaupt gar keiner mehr drin ist oder mich bemerkt oder so. Das ist voll. Frage ist, waren das jetzt alle? Die hat auf jeden Fall noch Munition. So. Die Frage ist jetzt, gehe ich jetzt nochmal zurück und kontrolliere jetzt da hinten nochmal, ob da noch irgendwas drin ist oder... Gehe ich jetzt einfach weiter. Ich gucke jetzt mal.
Was war denn das gerade? Ach, da war Blut. Ach, okay. Weil es kann natürlich sein, dass irgendwo nochmal ein Firefly-Anhänger ist. Oder vielleicht noch andere schöne Sachen zum Einsammeln. Ich bin mir halt nur nicht sicher. Es wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir jetzt irgendwie noch sterben würden oder so. Nur weil ich jetzt so doof bin und zurückgegangen bin. Tauschen will ich die nicht. Okay, ich schau mal nach. Hab ich jetzt gerade Infizierte gehört? Irgendwas habe ich gerade gehört. Das war jetzt gerade ganz seltsam. Das ist voll. Kommen wir hier noch durch? Nein. Okay. Ja, mir ist das gerade so ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem habe ich gerade irgendwie so ein komisches Geräusch gehört. Ein komisches Zischen und keine Ahnung. Also wie so ein Infizierter. Aber wir sammeln natürlich alles ein, was wir können. die ist voll, sagt er mir. Moment. Achso, das war das. Das können wir auch nicht machen. Die können wir aber auch nicht nachladen. Nee, okay. Hey, Moment. Das sieht hier alles gleich aus, oder was? Okay, das ist zugemacht. Da war ich eben auch nicht drin. Ah ne, das ist ja auch nur... Was ist denn das hier? Okay. Ja, ich hoffe mal, dass ich dann alles habe. So, da hier aber noch neue Gegner waren... Bin ich mir hier nicht sicher, ob nicht eventuell noch Gegner da sind. Deswegen sind wir hier mal ein bisschen vorsichtiger. Nature. Track. Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Okay. Ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig. Ellie, ich hoffe, du gehst da. Ja. Mal los. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendeiner rumhängt, oder? Ich weiß es nicht. Da sehe ich jetzt auch gerade keinen, aber da bin ich mal lieber wieder ein bisschen vorsichtig, weil da ist ja scheinbar das Dorf wieder. Wow. Na, ich traue dem Braten nicht so richtig. Hier kann man nochmal hoch. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ah, da blinkt was. Das ist gut. Ah, ein Comic-Heft. Und super. Zwar Nummer 8. Sehr schön. Kann man so weitermachen? Kann es sogar noch sein, dass wir irgendwie noch alle bekommen könnten. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. So, wahrscheinlich ist das Rohr nur dazu da, weil wir sonst nicht durch die Tür kommen würden. Aber... Ne, ich habe gerade gedacht, ich habe jemanden gesehen. Okay. Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Und nu? Versuchst du es trotzdem, Ellie?
Du versuchst es nicht. Okay, dann gucken wir mal von der anderen Seite, ob wir da irgendwo was wegziehen können oder so. Ja, das sieht gut aus. Also, naja. So, das war's. Wenn wir es hinkriegen. Krass. Krass, krass. Die kleine Ellie kann so ein großes Ding bewegen. Krass. Auf jeden Fall was laut. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Okay. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Wo muss sie hin? Hinten durch, oder was? Also durch die Tür nehme ich mal an. Das Problem ist, wie kommen wir da durch? Vor allen Dingen, wie kommen wir da durch, ohne gesehen zu werden? Weil es sieht mir so aus, als ob hier doch noch... Sucht alles ab! Ja, natürlich. Also zwei sehe ich spontan. Ne, drei sind das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, drei sind das. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus besser schießen kann. Es kommt natürlich darauf an, wo die jetzt rumlaufen. Okay, den kriegen wir dann aber auf jeden Fall besser erledigt. Oh nee, komm. Komm, steh auf, Junge. Ellie möchte nicht gleichzeitig mit euch allen hier. Was ist das denn für ein Arsch? Hab sie! Rückt auf! Drecksack! Genau. Bin ich auch für. Wo geht der denn jetzt schon wieder hin? Oh, dein Ernst jetzt? Mist! Hey, wo bist du jetzt hin? Da, wo du mich nicht sehen kannst. Oh, mieses Arschloch. Genau. Das alle? Ich bin mir nicht sicher, aber den einen looten wir auf jeden Fall noch mal. Falls wir den looten können. Was aber nicht so aussieht. Da habe ich doch gar nicht so schlimm erwischt. So, da hinten ist nochmal... Ja gut, theoretisch könnte man natürlich Munition sparen und hier durchschleichen, sag ich mal. Okay. Ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass jetzt der Nächste sagt, da hinten ist sie! Wir müssen sie erwischen. Rückt aus. Das Problem ist nur, ich müsste doch eigentlich hier vorne raus. Da komme ich aber nirgendwo rein, ne? Muss ich denn vorher irgendwas aktivieren, dass ich versuche, die Tür hier zu öffnen oder so? Nee, aber wir müssen auf jeden Fall da erstmal rum. Okay. Hochklettern kann ich hier auch nirgendwo. Da können... Wie komme ich hier raus?
Ja, aber irgendwie hoch. Die Frage ist jetzt, soll ich aufs Dach oder soll ich jetzt da über das Ding? Ich könnte theoretisch auch da ins Loch rein, ne? Ach, da unten ist auch noch was. Ah, okay. Moment. Dann schieben wir doch das Ding auch erstmal zur Seite. Da müsste ich theoretisch rauskommen. Die Frage ist, soll ich erstmal da oben gucken? Ich guck mal eben. Dann komme ich da rein. Frage ist, komme ich dann hier auch wieder raus? Aber da leuchtet was, ne? Ich will hier nicht festsitzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die klügste Wahl gewesen ist. Ich hätte natürlich auch einfach gucken können, dass ich da rauskomme. Was war denn das hier? Ich weiß nicht. Irgendwas, was wir schon haben. Oh, wo geht's hier raus? Ach so, da wäre ich dann durch den Keller auch nur ins Gleiche reingekommen. Okay. Naja, gut, okay. Was es nicht besser macht, muss man dazu sagen. Okay, da haben wir erstmal wieder Pistolen. Große Frage, weil es sieht alles so nach Geh in Deckung und, ne? Geh in Deckung und schieß Ellie aus. Genau das meinte ich. Ist sie da drüben? Scheiße, sie ist nicht hier. Kann die jetzt von hinter mir auch noch kommen? Mal eben schauen. Da ist noch eine Tür. Nee. Ach so, nee, das war das. Ja, ja, okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich sehe sie. Nein, du siehst mich nicht. Sind diese blöden Idioten, die man vorher nicht hört, die dann ganz plötzlich da sind. Okay. Können wir jetzt hier durch... Was war das? Mach, Ellie, los! Halt still! Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Oh.
schülst du dich. Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.